Eine buddhistische Geschichte über Karma. Es war einmal tief im Waldgebirge, wo ein alter Mönch und ein junger Mönch lebten. Der alte Mönch war der Meister, während der junge Mönch sein Schüler war. Der alte Mönch war ein großer Praktizierender der Meditation. Er verbrachte viel Zeit mit Meditation, die oft einen halben oder sogar einen ganzen Tag dauern konnte. Während seiner Meditation konnte er auch in die Zukunft sehen. Eines Tages meditierte der alte Mönch und erkannte plötzlich, dass sein junger Schüler in 8 Tagen sterben würde. Daher rief der Meister den Schüler und sagte: »Lieber, ich gebe dir 8 Tage Urlaub, damit du nach Hause gehen und deine Familie sehen kannst.« »Das ist wirklich sehr nett, Meister. Vielen Dank«, antwortete der junge Mönch. »Tatsächlich habe ich mich schon seit einiger Zeit sehr nach Hause gesehnt.« Der Meister sagte: »Aber erinnere dich daran, dass du bis zum 8. Tag hierher zurückkommen musst. Geh jetzt, ich werde auf deine Rückkehr warten. Pass gut auf dich auf.« »Okay, Meister, bitte kümmern Sie sich gut um sich selbst. Ich werde jetzt gehen«, sagte der junge Mönch. Ohne zu bemerken, dass in den Augen des alten Mönchs Traurigkeit und ein Zögern zu sehen waren, verließ der junge Mönch den Berg. Nach einem langen Spaziergang machte der Schüler auf dem Weg am Ufer eines Flusses Halt, um etwas Wasser zu trinken, da er Durst bekam. Dort sah er einen Ameisenbau, aus dem unzählige Ameisen ein- und ausgingen. Er blieb einen Moment lang interessiert stehen und beobachtete sie. Gerade als er gehen wollte, sah er, dass der Wasserstand des Flusses stieg. Er dachte: »Oh, der Wasserstand des Baches steigt. Die Ameisen werden ertrinken, wenn es so weitergeht.« Tatsächlich hatte es in den letzten Tagen stromaufwärts ununterbrochen geregnet und daher stieg der Wasserstand flussabwärts. Er zog schnell seine Kleidung aus und füllte sie mit heißem Boden, um eine Schutzmauer um den Ameisenbau zu bauen. Er schaffte es nicht nur, das Wasser daran zu hindern, den Bau zu bedecken, sondern leitete geschickt den Fluss irgendwo anders hin. So rettete er das Leben unzähliger Ameisen. Danach verließ er den Ort und erreichte seinen Heimatort. Die 8 Tage vergingen schnell und er erinnerte sich daran, dass er am 8. Tag zu seinem Meister zurückkehren musste. Der alte Mönch wanderte traurig im Bergwald umher und dachte an seinen jungen Schüler. Er dachte, dass dieser mittlerweile gestorben sein müsste, da 8 Tage vergangen waren. Aber plötzlich sah er aus der Ferne den jungen Mönch freudig aus den Hügeln zurückkehren. Er lief zu ihm, umarmte ihn und war sehr glücklich, ihn zu sehen. Gleichzeitig war er überrascht, dass der junge Mönch noch am Leben war, obwohl bereits 8 Tage vergangen waren. Glücklich bat er den jungen Mönch, ihm von seinen Erlebnissen in den letzten 8 Tagen zu erzählen. Der Schüler erzählte seine Geschichte und der Meister verstand schließlich, dass der junge Mönch aufgrund seiner Handlung, das Leben unzähliger Ameisen zu retten, ein langes und glückliches Leben erhalten hatte. Wenn wir unser Leben betrachten, erkennen wir, dass das Kultivieren von guten Taten, gutes Karma, ein Weg ist, das Leben zu verlängern. Gute Taten werden nicht unbedingt dein Leben verlängern, aber sie können dir überreichlich Glück ins Leben bringen. Sie können dazu führen, dass große Schwierigkeiten in deinem Leben klein und wirkungslos werden. Genau wie wir durch schlechte Taten Kummer erfahren, empfangen wir Glück in unserem Leben, indem wir gute Taten vollbringen. Dies ist das Prinzip des Karma. Was wir geben, kehrt in vielfacher Weise zu uns zurück. Es ist nicht notwendig, Geld zu haben, um Gutes zu vollbringen. Die Tränen der Traurigen zu trocknen, ist eine gute Tat. Jemanden im Schmerz zu trösten, ist ebenfalls eine gute Tat. Genauso wie jemandem, der demotiviert ist, Motivation zu geben. Zusammengefasst ist es eine gute Tat, das Leid anderer zu lindern. Wenn du in deinem Leben glücklich sein möchtest, beginne damit, die Leiden anderer zu lindern. Und dein Leben wird automatisch von überfließendem Glück erfüllt sein. Frage an dich: Welche gute Tat hast du kürzlich getan, die dir selbst oder anderen Glück gebracht hat? Teile es in den Kommentaren. Danke für deine Zeit und hier findest du ein weiteres Video von meinem Kanal.